In diesem Video erkläre ich dir anhand eines Beispiels, wie du die Quotientenregel anwendest, wenn du eine Bruchfunktion, also eine gebrochen rationale Funktion hast und wenn da eine Wurzel eingebaut ist. Moin Moin zusammen, du möchtest diese komische Funktion zum Beispiel ableiten. Kriegen wir hin. Falls du das hier irgendwie gesucht hast, eine Wurzel und darin ein Bruch oder eine gebrochen rationale Funktion, Video unten in der Beschreibung reinziehen, da gleich den Bad Boy. Hier kümmern wir uns um den Schritt. Wir haben einen Bruch 3 geteilt durch Wurzel 5x minus 1. Und in diesem Bruch, in dem Nenner, da steht eben eine Wurzel. Und das möchte ich jetzt ableiten, weil ich von der Funktion einfach der Ableitung brauche. Kriegen wir hin. Zuallererst, warum erkenne ich, dass ich hier die Quotientenregel brauche? Naja, es ist ein Bruch. Es ist eine gebrochen rationale Funktion und darum klingelt es halt bei mir. Klar, ich könnte es umformen und die Kettenregel auch anwenden. Wer auch, kommst du aufs selbe Ergebnis. Aber ich möchte jetzt halt hier sauber einfach Quotientenregel anwenden, weil das einfach ist. Kann ich das ja schon anwenden? Nein, kannst du nicht. Warum? Weil du das erst umschreiben musst. Wurzeln sind deine Feinde, wie auf dem Mountainbike durch den Wald. Das geht halt einfach ab und zu schief, deswegen weiche ich dem lieber aus. Und so habe ich das hier auch vor. Also schaue ich hin, 3 geteilt durch, Klammer auf, 5x minus 1, Klammer zu, hoch 1,5. Jetzt fragst du dich natürlich an, was hast du jetzt da gemacht? Grundsätzlich, diese Wurzel. Und wenn auf dem Schwänzchen nichts steht, steht da gedanklich eine 2. Und alles, was unter der Wurzel steht, ist für mich gedanklich hoch 1. Und dann fällt dir auch schon auf, dass diese 1 für mich nach oben wandert, geteilt durch und die 2 drunter. Und darum ist es hoch 1,5 für mich. Punkt aus Ende im Gelände. Es ist halt einfach so ein Gesetz, was du anwenden kannst. Die Zahl hoch und die andere auf dem Schwänzchen drunter geteilt durch, fertig. Das bedeutet dasselbe wie das. Und das kann ich jetzt sauber ableiten. Und nun, wie mache ich das? Quotientenregel. Falls du die Quotientenregel noch nicht verstanden hast, Video unten in der Beschreibung, jetzt kurz und knackig. Ich bezeichne den oberen Part, den nenne ich f von x. Warum nenne ich den so? Weil so auch meine Formel jetzt gerade hier heißt. Wie du das nennst, ist mir egal. H und G, P und S, immer dasselbe. Dann muss ich das untere, aber auch g von x nehmen. So, und jetzt habe ich die beiden bezeichnet. Und nun muss ich von denen jeweils die Ableitung bilden. Also, f von x, was ist die Ableitung davon? 3 abgeleitet ergibt 0, fertig. 3 ist nämlich f von x. Und g von x ist dieses Klammer auf 5x minus 1 Klammer zu hoch 1,5. Und da ist jetzt das Problem. Wie leitest du das ab? Richtig, Kettenregel. Falls du Kettenregel noch nicht kannst, Video unten in der Beschreibung. Also ziehst dir rein, g' von x ist gleich. Wie leite ich die ab? Von außen nach innen, ganz normal. Wie mache ich das? 1,5 nach vorne ziehen. Mal das Innere drauf abgeschrieben. 5x minus 1, Klammer zu. Die Potenz schreibe ich hin, aber rechne diese Potenz minus 1, fertig. Und nun mache ich nochmal mal das Innere abgeleitet. So funktioniert die Kettenregel, wie so eine Orange von außen nach innen. 5x abgeleitet ergibt 5 und minus 1 abgeleitet ergibt 0. Darum kommt einfach 5 raus. Zeichne ich das noch sauber zusammen, wenn ich darauf Bock habe. Also die 50 nach vorne, 5 mal 1,5 ist 2,5. Oder eben 5 halbe, es ist mir noch egal. 5x minus 1 schreibe ich doof ab. Und 1,5 minus 1 ist minus 1,5 oder minus 0,5. Fertig. Nun habe ich f von x die 3, die g von x den Blödsinn, f' von x und g' von x. Und nun kann ich das hier sauber in die Formel einsetzen. Also schreibe ich hier p' von x ist gleich. Und nun f' von x, das war ja hier meine 0 in dem Beispiel. Also 0 mal mein g von x. Und g von x habe ich hier das untere hier. Klammer auf, 5x minus 1, Klammer zu, hoch 1,5, minus f von x, und f von x ist 3, und diese 3 nehme ich mal g' von x, und g' von x ist der ganze Blödsinn hier. Also 2,5, Klammer auf, mal dazwischen,
ist ja gedanklich immer da, aber muss man nicht hinmachen, kann man aber. 5x minus 1, Klammer zu, auch minus 1/2. Und den ganzen Blödsinn geteilt durch g ins Quadrat. Und g haben wir ja hier, selbes Spiel, also Klammer auf, 5x minus 1, Klammer zu, hoch 1/2. Und den ganzen Bad Boy, wichtig, alles, das muss nochmal hoch 2. So, und nun kann ich das sauber miteinander verrechnen. Was steht denn da? P' von x ist gleich 0 mal den ganzen Blödsinn ergibt 0. Minus 3 mal den ganzen Blödsinn ergibt einfach minus 3 mal 2,5 ergibt minus 7,5. Klammer auf 5x minus 1, Klammer zu, auch minus 1/2. Und das Ganze geteilt. Und jetzt kommt ein Potenzgesetz, weil das Ganze hoch 2 ist und das aber hoch 1/2. Den Blödsinn hier kann ich das machen. Ich kann die 2 1 runterholen und die 1/2 mal 2 nehmen. Das ist ein Potenzgesetz, auch wie die unten in der Beschreibung. Dann steht dann da, Klammer auf, 5x minus 1, Klammer zu, hoch 1, weil 2 mal 1/2 ist 1, also kann ich auch einfach die 1 hier weglassen. Weil die steht ja gedanklich eh immer da. Wunderbar, gut. Und dann ist der Bad Boy hier meine Ableitung. Klar, ich könnte das machen, umschreiben. Achtung, jetzt wird's crazy. Minus 7,5 geteilt durch, die nehme ich mit, 5x minus 1, Klammer zu, mal, und jetzt Achtung, Wurzel, 5x minus 1 und dann eben hier Parts. Kann ich machen, weil ich das Ganze hier runterhole. Das ist auch ein Potenzgesetz. Dieses 5x minus 1 hoch minus 1/2 hole ich runter. Dadurch mache ich die Potenz folgendes. Die wird positiv. Darum steht dann hier gedanklich, hier jetzt hat gerade, Klammer auf 5x minus 1, Klammer zu, hoch 1/2. Und hoch 1/2 haben wir gelernt, dass das einfach dasselbe ist wie Wurzel. Das ist jetzt aber gerade ein bisschen sehr nerdy. Da musst du wirklich die Wurzelrechenregel auch gut beherrschen. Gut, aber dann ist das theoretisch ja, deine Ableitung. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Falls ja, würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich wirklich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.